Hallo, Geräte aus dem Geräteraum, Turnbeutel auf, Klamotten raus. Wir sind wieder da. Ich bin Patrick Hoch und ich rede mit euch zusammen mit Oliver Dübtke, ja, über die vergangene Sportwoche in der Sportstunde. Genau, kein Mathe, kein Erdkunde, kein Ethik. Sportstunde, Ethik. Ist angesagt. Ja, mein Sohn, ja, ist ganz wichtig. Ethik, ja, ist hier heute auch ein bisschen mit drin. Also vom Thema. Ja, absolut. Stimmt. Und wir haben, ja, wir müssen noch mal ein bisschen intensiver auf den Basketball gucken. Die Welle schwimmen wir weiter, sozusagen. Wir haben tolle Interviewgäste. Unter anderem auch Bundestrainer Jörg Roskopf zum Thema Tischtennis und den Manager von Dennis Schröder. Wir kennen ihn von unserem Sportflash, Markus Höfel. Und wir reisen nach Asien, um uns mal, ja, anzugucken, was die da an großen Sportereignissen gerade machen. Und Patrick, hast du Hausaufgaben gemacht? Was ist mit Prince Harry? Ja, der ist, müsste jetzt wieder zu Hause sein, glaube ich. Also, ja, dann ist ja alles gut. Ja, heute also auch kein Prince Harry. Das ist so ein bisschen schwierig mit solchen königlichen Menschen. Ja. Und damit sind wir beim Rückblick. Der König der Straße, also zumindest, also der Straße vielleicht nicht, sondern des Asphalts. Wie sagt man denn da? Motodroms, des Asphalts, Kollege Verstappen. Was ist mit dem los? Der hat seinen Krise. Meister gefunden. In Carlos, ja, der ist nur Fünfter geworden. Ja. Ja. Der ist nur Fünfter geworden. Unfassbar. Zeit für den Rücktritt. Verstappen in Singapur, Fünfter. Carlos Sainz, wie sagst du, mit dem schönen Ferrari gewinnt. Das war was. Dann Eishockey ging los. Ich war sogar beim Spiel Frankfurt-Iserlohn. Ist schon wieder cool, Eishockey, nach so langer Zeit. Macht Spaß, gute Stimmung. Ja, und im Moment gibt es eine Mannschaft, die hat zelebriert, ne? 9 Tore, ja, ja, auch, hatte, 2 Gegentore. Hat das nicht Ole letzte Woche bei uns gesagt? Geheimfavorit Köln. Und die sind vorne. Als einzige, ohne Verlustpunkt, sagt man, glaube ich. 2 Siege, 6 Punkte. Und du warst auch unterwegs. Du warst bei der ELF Halbfinale. Ja, hast du gesehen. Und ich bin auch sichtbar, glaube ich, gealtert worden. Bei dem Halbfinale. Es war einmal überraschend und einmal bumsspannend. Finale ist jetzt die Überraschung Stuttgart, die damit tatsächlich worst to first werden können. Kein Spiel gewonnen letzte Saison. Diese Saison können sie Meister werden. Gegen die bislang immer noch ungeschlagenen Rheinfire, die sich tatsächlich einen Krimi geliefert haben gegen Frankfurt. Siehst du wohl. Und Rückblick auf Handball. Auch da gibt's ein Team. 5 Spiele, 5 Siege ganz vorne. Nein, nicht Kiel, nein, nicht Flensburg. Auch nicht die Rhein-Neckar-Löwen, auch nicht Berlin, sondern MT Melsungen ist Erster in der Handball-Bundesliga. Chapeau. Und was wir nicht vergessen dürfen, da gibt es jemanden, der macht, glaube ich, so täglich seinen Weltrekord. Gefühlt ja, ja. Armand Duplantis aus Schweden, wohlgemerkt mit dem Namen. Der hüpft mal kurz über 6,23 Meter. Und das heißt, das ist der 7. neue Weltrekord in 3 Jahren im Stabhochsprung. Nur von ihm. Alleine von ihm. Ne? Eine Nummer. Das ist eine Nummer. Irgendwie, ich glaube, sein Onkel oder so hat ihn als kleiner Junge mal Mondo genannt. Die Welt, ja. Also die Stabhochsprungwelt gehört sowieso nur Armand Duplantis. Krass. Und wir haben Medaillen gewonnen bei der Tischtennis-Europameisterschaft im Teamwettbewerb im schwedischen Malmö. Die Damen holten Gold und die Herren in der B-Besetzung, wohlgemerkt, Silber, haben verloren gegen die Schweden. Und sie haben ja nicht mit den Top 3 gespielt. Unter anderem Ovtcharov war nicht dabei. Aber Timo Boll. Und das sind natürlich auch dann Themen, warum spielen nicht die besten 3? Die müssen gleichzeitig mit dem Bundestrainer Jörg Roskopf in Düsseldorf trainieren, während der Co-Trainer Lars Hielscher nach Malmö fährt, um die deutsche Mannschaft zu coachen. Das war alles ein bisschen komisch, trotzdem Silbermedaille. Aber ich finde, da kann man mal mit jemandem reden. Und das habe ich getan mit himself, dem Bundestrainer Jörg Roskopf.
es ist ja alles ein wenig kurios gewesen, wenn man sich das alles so angeguckt hat. Du warst nämlich, für die, die es nicht wissen, gar nicht vor Ort. Wie hast du das alles so mitbekommen? Ja, natürlich bekommt man sehr viel mit, weil man sich natürlich auch sehr viele Spiele anschaut. Aber wir haben tatsächlich, war meine Idee, das diesmal so zu machen, ist natürlich schon auch ein bisschen verrückt. Ist eine Team-Europameisterschaft und der Bundestrainer ist nicht dabei. Aber wir haben die Europe Games gewonnen, haben dafür 500 Weltranglistenpunkte bekommen und konnten bei dieser Europameisterschaft nicht mehr Punkte für die Team-Weltrangliste bekommen. Und deswegen kam hier schon lange dieser Gedanke, weil ich doch gemerkt habe, dass der ein oder andere Spieler einfach auch schlecht vorbereitet war und noch ein paar Trainingssessions braucht, dass wir das so machen. Erstmal meinem Assistenztrainer auch diese Verantwortung zu geben, der schon lange mein Assistenztrainer ist, aber jetzt in die Cheftrainerrolle geschlüpft ist. Und auf der anderen Seite, wie hier in Düsseldorf zeitgleich dann halt sehr viel trainiert haben mit Ovtcharov, Franziska und Dang Chu, plus ein paar Sparingspartner. Also es war von beiden Seiten erfolgreich. Die Team-EM war erfolgreich und die letzte Woche als Trainingslager war auch sehr erfolgreich. Aber es geht natürlich weiter. Ich bin jetzt wieder in Düsseldorf und die nächste Woche startet. Aber ich muss ja die ketzerische Frage stellen. So eine Europameisterschaft ist natürlich auch irgendwo ein Highlight. Man kann es nicht wissen, spekulativ, hätten denn die Deutschen mit den drei Topspielern, die jetzt bei dir waren in Düsseldorf, die Europameisterschaft gewinnen können? Definitiv hätten wir bessere Chancen gehabt, als einfach drei Topspieler sind. Und wenn wir noch, ich sag mal jetzt, Duda und Boll dabei, also die fünf besten Spieler dabei gehabt hätten, ja, wäre es vielleicht möglich gewesen, aber es ist ganz eng im Profisport und kann vieles passieren. Die Schweden haben eine sehr, sehr starke Mannschaft, deswegen war Deutschland auch im Finale der Underdog, weil einfach Schweden unfassbar gute Spieler jetzt haben. Und wir wissen, wir standen im Finale bei den Europe Games gegen Schweden, dass das eigentlich unser Herausforderer in Europa ist. Frankreich, Schweden, Deutschland, das sind die drei besten Mannschaften in Europa. Aber natürlich ist mein Ziel, unser Ziel, mit den Spielern, die ja schon vieles erreicht haben in ihrer Karriere, auch China schlagen zu wollen. Und dafür müssen wir besser vorbereitet sein. Und deswegen müssen wir mehr trainieren, dürfen nicht so viele Turniere spielen, müssen mehr trainieren, müssen uns verbessern. Und das war ganz klar meine Devise jetzt für diese Woche oder letzte Woche ist es ja jetzt und auch für die nächsten Wochen. Wir müssen trainieren. Wenn die Deutschen EM-Gold geholt hätten, dann wäre die Quali für Paris auf jeden Fall sicher gewesen. Wie sicher seid ihr denn, dass ihr in Paris dabei seid? Oder ist das ein Selbstläufer? Ich hoffe, es wird zum Selbstläufer, aber wir gehen natürlich nicht dieses Risiko ein und hätten dadurch jetzt schlechtere Chancen. Uns war schon klar gewesen, dass wir vielleicht uns jetzt nicht über die Europameisterschaft qualifizieren. Wir haben Möglichkeiten über die Weltmeisterschaft nächstes Jahr. Das gehört im Hinblick auf Olympia zu unseren Zielen nächstes Jahr, WM und Olympia, dort Viertelfinale zu erreichen. Das bedeutet im Viertelfinale, die acht Mannschaften sind auch qualifiziert für Olympia. Und danach gibt es noch eine Team-Weltrangliste und da stehen wir aktuell an Position 2. Also Deutschland sollte schon dabei sein. Wenn nicht, haben wir wirklich einen großen Fehler gemacht. Wenn du so entscheidest, dass du mit den Top 3 in Düsseldorf bleibst und Lars Hiltscher mit den 3 danach nach Malmö fährt, schwingt da ja auch ein bisschen Kritik hinter. Waren denn die anderen Spieler überspielt, weil einfach der Terminkalender zu anstrengend für die Spieler ist? Weil immer mehr gewollt wird? Definitiv. Also es ist einfach das große Problem, dass unser Turnierkalender viel zu voll ist. Die Spieler waren die letzten Wochen und Monate wirklich eigentlich nur im Flugzeug und nicht mehr in der Trainingshalle. Flugzeug und Halle, aber keine Trainingshalle. Für Timo war es perfekt, diese Europameisterschaft. Er war lange verletzt und brauchte definitiv Spielpraxis. Deswegen war es für ihn super. Für die jüngeren Spieler, die dabei waren, wie Kai Stumper und Cedric Meissner, war es toll gewesen, dabei zu sein. Kai Stumper hat dann auch noch gespielt. Also diese Geschichte ist schon sehr
wichtig, dass wir auch eine nächste Generation ranführen. Aber ganz klar, man muss es einfach auch so sehen und realistisch einschätzen. Für drei Spieler hat es nicht gepasst, für Timo hat es perfekt gepasst. Und wir gehen einfach mit der Generation von Boll, Ovtcharov, Franziska, Dangchu, mit den vier Spielern. Hinten dran haben wir noch Ruben Filus, Benedikt Dudal, wirklich tolle Spieler. Wir müssen ganz klar immer all in gehen, weil wir sind die zweitbeste Nation, wir sind Vize-Weltmeister, wir sind Zweiter bei Olympia geworden. Aber wir wollen natürlich irgendwann mal auch das gewinnen. Ob wir es schaffen, wissen wir nicht, aber wir müssen ja auch all in gehen und müssen alles versuchen, dass wir, wenn es klappt, alles super, dann ist es eine Mega-Sportereignis dann und eine Mega-Überraschung. Weil wir wissen, wie stark China ist, aber wir wissen auch, wie stark die anderen Nationen sind. Und die anderen Nationen arbeiten natürlich auch sehr hart. Und deswegen, wir müssen einfach dann auch die Wege gehen, die von außen vielleicht schwer zu verstehen sind, aber die wir im Trainerteam ja nicht einfach so entscheiden, sondern wir machen uns da auch Gedanken drüber und geben das dann an den Verband weiter. Der Verband hat es akzeptiert, weil sie genau diese Probleme auch sehen. Und ich bin mal gespannt, wie es dann am Ende wird. Es gibt nie eine Garantie. Vielleicht sagen auch dann viele, viele Leute, ja, hätte er damals die Jungs zu der EM geschickt, wäre alles besser gewesen. Aber dafür können wir uns nichts kaufen. Aber wir versuchen es, weil die Spieler da hinten standen auch. Und so wie ich gesagt habe, wir gehen all in, wir wollen komplett alles versuchen und das ist das Entscheidende. Wir gehen mit einem oder werden mit einem guten Gefühl zu Olympia und zu der WM fahren, weil wir einfach unsere Spieler auf ein anderes Level hoffentlich bringen können. Ich finde das schon sehr interessant zu sagen, so ein großes Turnier lassen wir mal links liegen. Mit den Top 3 trainiere ich weiter. Sie holen dann trotzdem eine Medaille. Da sieht man mal, wie gut der Tischtennis auch in Deutschland ist. Aber ich finde das bemerkenswert. Also wenn du dir im Fußball das leisten würdest, du erstmal einen Aufschrei und es wird wahrscheinlich noch mehr in die Jungs. Absolut. Bemerkenswerte Sachen hat er sonst noch gesagt. Ich kann euch nur empfehlen, das gesamte Interview zu hören. In der Beschreibung findet ihr das komplette Interview zum Abrufen. Großartiger Mensch, der Jörg Roskopf. Unbedingt reinhören. Das war spannend und da werden wir nächste Woche sicherlich auch nochmal einen Auszug hören, denn er fordert zum Beispiel einen Sportminister in Deutschland. Finde ich spannend. Können wir mal drüber diskutieren nächste Woche. Und nicht zu vergessen, ja, es wird auch jetzt bald in Deutschland nämlich Tischtennis gespielt. Ja? Genau. Und zwar international. Und zwar nicht für Milch und Nüsse, sondern da gibt es ein Preisgeld von 500.000 für Tischtennis. Also, ja. Ist jetzt nicht wenig und ist nur Tischtennis. Nee. Aber der große Schläger. Ja, müssen wir noch sagen, wo, ne? Ja, 500.000 in Frankfurt. Nach 4 Jahren, das muss ich mir vorstellen, endlich mal wieder ein richtig großes internationales Turnier in Deutschland. Habe ich jetzt auch nicht gewusst. Aber da geht mal hin. Die 30 Besten der Weltrangliste, sowohl für die Damen als auch bei den Herren, sollen vor Ort sein. Also das ist Weltklasse-Tischtennis. Und der angesprochene Timo Boll wird dabei sein. Der hat nämlich vom Veranstalter eine Wildcard bekommen. Ja, und der ist auch unser Sportler der Woche. Oder ja. Unser Top der Woche mit. Eins der beeindruckendsten Athletengeschichten, die es gibt. Also, der ist 42, war jetzt auch wieder ein Jahr verletzt, hat trotzdem eine Medaille geholt, ist immer vorne mit dabei. Gefühlt gibt's kein Tischtennis ohne Timo Boll, oder? Genau, und wenn man sich überlegt, viele hätten jetzt dann auch in dem Alter gesagt, nach so einer Verletzung, nee, das reicht's jetzt, ich quäl mich nicht wieder, er quält sich wieder. Trotzdem fast ein Jahr lang und holen eine Medaille. Also auch da unseren Hut, den wir dann ziehen. Ne? Timo Boll, klasse. Wir versuchen ihn auch mal hier in die Sportstunde einzuladen. Da kann er uns mal was vortun oder vorspielen. Wollen wir ein bisschen über seine Karriere reden. Großartig. Ja, kommen wir vom Kleinen zum großen Ball und Schläger. Es war auch Davis Cup. Neben der Tatsache, dass das wahrscheinlich, also ich zumindest nur spät mitbekommen haben. Es ging gegen den Abstieg, sag ich mal. Und zwar gegen Bosnien.
Naja, und ein bisschen ängstlich war man vorher schon, denn Struff war klar, dass er nicht, Jelena Struff war klar, dass er nicht dabei war, weil er schon länger verletzt ist. Und der unsere Nummer 1, Alex Zverev, hat kurzfristig absagen müssen wegen einer Oberschenkelverletzung. Und da hat man schon gedacht, das könnte ja ein enges Höschen geben, ne? Und dann sind hingefahren Dennis Altmaier, Jannik Hanfmann und das Doppel Tim Pütz und Kevin Krawitz. Und siehe da, relativ souverän, 3-0 im Hexenkessel von Mostar gewonnen. Also die Deutschen bleiben in der Weltgruppe. Grund genug, mal mit dem Teamchef darüber zu reden, wie es denn so weitergehen soll. Denn das Davis Cup Team hat viel vor. Nicht wahr, Michael Kohlmann? Michael, erstmal Gratulation. Abstieg abgewendet. Warst du in einer Sekunde mal nervös? Hast du dir mal Gedanken gemacht, dass das schiefgehen kann in den letzten 8 bis 10 Tagen? Klar, also ich bin vor allen Dingen jemand, der alle Szenarien immer durchspielt und auch mal das schlechtere Szenario durchspielt. Und klar hat man irgendwo auch mal Überlegungen, was schiefgehen könnte alles. Verletzungen können immer mal passieren. Die Jungs, die jetzt gespielt haben, haben beide noch keine Punkte für Deutschland geholt. So Davis Cup, das wird ja immer ein bisschen unterschätzt. Das ist ja schon eine Anspannung auch für die Jungs, für ihr Land zu starten. Und das ist schon auch eine hohe Anspannung da. Also es war sowohl beim Daniel als auch beim Jannik Hanfmann zu spüren zu Beginn der Matches, dass da schon eine sehr große Anspannung ist. Haben auch beide so kommuniziert. Und dann muss das natürlich erstmal so laufen. Klar, irgendwo ist die Kunst, die Qualität auf den Platz zu bringen und sage ich jetzt mal so ein bisschen dem Gegner zu zeigen, dass man besser ist. Und bis man da hinkommt und dann weiß man nicht so ganz genau, was die Zuschauer machen. Das ist ja auch nochmal immer so eine Konstante oder sowas, so das Ungewisse. Aber ich glaube, dass wir das, so wie es dann gelaufen ist, sehr gut hingekommen haben. Der erste Satz von Daniel war noch sehr eng, wo man vielleicht nochmal Zweifel haben konnte. Aber ja, eigentlich bin ich sehr positiv angetan jetzt auch von dem Wochenende. Ich glaube, das alles ist alles sehr gut gelaufen für uns und ich bin sehr froh, dass wir diese Hürde jetzt gemeistert haben. Jetzt haben Daniel und Jannik performt, haben ihre Punkte für Deutschland geholt, haben Blut geleckt, haben Bock auf Davis Cup, haben Bock auf Teamsport. Im Februar geht es aber hier weiter. Möglicherweise sind dann die Herren Zverev und Struff 1 und 2 in Deutschland wieder fit. Gehen die dann so ganz locker wieder in die Ersatzposition? Oder wollen sie auch zeigen, ey Michael, auf uns kannst du zählen, das haben wir bewiesen? Also ich hoffe, dass sie das nicht machen. Also das ist der erste Punkt erstmal. Sondern das ist ja auch das, ich sag mal, sehr Positive in den letzten Jahren, dass eigentlich alle heiß sind, immer wieder dabei zu sein. Und alle wollen dabei sein und irgendwo für Deutschland auch aufschlagen. Und jeder weiß, dass ich jetzt nicht nur nach Namen aufstelle, sondern irgendwo natürlich nach den Leistungen der letzten 52 Wochen so. Ne? Das ist ja die Rangliste, die dann das ja auch häufig widerspiegelt. Dann gibt es einzelne Sachen nochmal mit Belag. Ne? Jeder hat irgendwo vielleicht auch die Stärken auf einem unterschiedlichen Belag. Bedingungen, also da spielen schon viele Sachen rein. Und ich weiß, dass sowohl Daniel als auch Jannik mit Sicherheit alles dran setzen werden, jetzt ein gutes Ende des Jahres vom Jahr nochmal zu spielen, um im nächsten Jahr dann definitiv auch dabei zu sein. Aber die Auslosung ist erst, ich glaube, Mitte November. Dann wissen wir erst, gegen wen es geht, wo es stattfindet. Und ja, bis dahin ist jetzt wieder sind noch mal ein paar Wochen, viele Turniere, wo sie sich beweisen können. Und im Endeffekt hat auch ein Dominik Köpfer und ein Oskar Otte, Maximilian Matera, die alle haben natürlich da auch immer noch weiterhin die Chance, sich zu beweisen und ihre Leistungen zu bringen, um dann im Februar dabei zu sein. Vor 30 Jahren hat die deutsche Mannschaft zum letzten Mal den Davis Cup gewonnen. Und schon munkelt man, wir haben Großes vor, so sagt der eine oder auch der andere. Was sagst du denn dazu? Also wir haben nicht nur Großes vor. Ich glaube, dass gerade das letzte und das vorletzte Jahr gezeigt hat, dass wir in diesem jetzigen Format, das muss man ja auch sagen, mit nur noch 2 Einzeln und einem Doppel, also sprich ab der Zwischenrunde, das ist ein Format, was die Nation viel enger zusammenrücken lässt und wo das Doppel eine extrem hohe Bedeutung hat in diesen Begegnungen. Und wir haben in den letzten Jahren, ich glaube, von den letzten
18 Doppeln, 17 gewonnen. So, das heißt natürlich, dass wir uns in dieser Hinsicht, dass wir gut aufgestellt sind. Und wenn man dann noch bedenkt, dass man mit Sascha Zverev einen Top-10-Mann hat, Jan-Lennard Struff, der im Davis Cup wirklich immer außergewöhnlich gut gespielt hat, jetzt vielleicht auch einen Jannik Hanfmann, der sich unglaublich verbessert hat und nach oben gespielt hat, Daniel Altmaier. Also man hat schon viele Optionen, da mit den, sag ich mal, Top-Nationen mitzuhalten. Und insofern war letztes Jahr die Niederlage im Viertelfinale gegen Kanada, die es gewonnen haben, war ja ganz eng. Das war eines der wenigen Doppel, die wir verloren haben, muss man sagen. Die gewinnst dann. Das Jahr davor haben wir im Halbfinale gegen Russland verloren. Die gewinnst dann. Also ich glaube, dass wir da schon dran sind und dass das schon begründet ist, dass wir uns da mehr ausrechnen. Dafür müsste es dann halt ein Jahr vielleicht auch mal ohne Verletzungen von allen durchgehen und alle ihre Top-Leistung bringen. Das ist halt auch immer absolut wichtig. Aber ich glaube schon, dass wir dann mit Sicherheit einer der Anwärter auf den Titel sind. Was haben wir zu erwarten von den deutschen Herren? Oder was erwartest du persönlich von unseren Herren im nächsten Jahr? Also aktuell muss man sagen, stehen wir erstmal so da, dass wir mindestens vier, also man darf ja maximal vier Einzelspieler stellen und zwei Doppel, dass wir erstmal in dem Bereich vier Spieler an den Start schicken und zwei Doppel plus ein Mixed. Und wenn man jetzt guckt, Sascha hat in Paris eigentlich immer seine besten Grand Slams gespielt und da hat das letzte Mal Gold gewonnen. Dann haben wir mit Jan-Lennard Struff ein, der in Madrid auf Sand auch tolle Erfolge hat. Jannik Hanfmann hat tolle Erfolge gehabt, Daniel Altmaier. Also ich glaube, dass wir da gut aufgestellt sind, um auch um Medaillen zu spielen. Im Doppel mit Kevin Kravitz, der schon mal zweimal in Paris gewonnen hat, und seinem jetzigen Partner Tim Pütz, Andy Mies auf der anderen Seite. Also im Herrenbereich sind wir, glaube ich, so, dass wir auf jeden Fall, oder dass auch das Ziel ist, dass wir da um Medaillen spielen und hoffentlich auch die eine oder andere dann mit nach Deutschland bringen. Ja, ich habe gerade erkannt. Wenn ich mir überlege gerade, wie viele Stunden ich schon in meinem Leben Davis Cup geguckt habe, ich erinnere mich an Becker gegen McEnroe Hartford, 6 Stunden, 21 Minuten. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Oder einmal, das werde ich auch nachts mein Leben nicht vergessen. Da war Deutschland gegen die Tschechen damals. Nachmittags habe ich angefangen zu gucken. Michael Westphal, Thomas Schmid. Und bin dann zum Training gefahren. Und habe mich da ausgekotzt und weiter und geduscht. Und komme wieder nach Hause, mache den Fernseher an. Da spielen die da immer noch. Das waren noch die Zeiten, wo es fünf Spiele gab. Ja, ja, fünf Spiele. Und dann gab es Heimspiele, Auswärtsspiele, das war schon richtig gut. Und es gab ja jetzt seit 2018, der berühmte Fußballer Piquet hat das ja mit in die Welt gesetzt, neues Format, ne? Dass es dann irgendwie so in Turnierform gab, kam so gar nicht gut an. Gab wohl ein bisschen mehr Geld, aber irgendwie Zuschauer waren weg, Begeisterung also war weg, Stimmung war weg. Also ein bisschen der World Team Cup. Genau. Und das soll sich dann wohl wieder irgendwie ändern in den ein, zwei nächsten Jahren. Aber auch da habe ich mit Michael Kuhlmann drüber gesprochen, auch guckt in die Beschreibung, das komplette Interview mit Michael Kuhlmann zu hören. Thema auch Nachwuchs im Tennis, hochspannend. Lohnt sich wirklich. Hier sind ja nur immer so ein bisschen so Auszüge, ne? Wir können ja nicht alles zeigen, sonst ist die Sportstunde ein Sporttag. Das können wir nicht machen. Aber wo wir bei Bundestrainern sind, unser Top der Woche, der DFB hat wieder einen Bundestrainer. Ja, hurra, hurra. Und der ist genauso kontrovers wie alles über den Alten. Ja, ja, aber das ist ja DFB-Lage. Ich glaube, im Moment kannst du gar keinen reinsetzen, das wird immer gemeckert, ne? Und jetzt ist er der jüngste Bundestrainer oder Nationaltrainer in Europa. Ja, und wahrscheinlich mit, auch einer mit der geschmeidigen 36 Jahren, ne? Auch wahrscheinlich einer der Bestbezahlten mit $400,000 im Monat. Ja, zumindest spart man bei der Taskforce das Geld, denn die ist zurückgetreten, zum größten Teil. Wir ich glaube, er kriegt Euro, nicht ja, Dollar. Auch dann ist das viel Geld. Sogar. Wir haben den Namen gar nicht genannt, ne? Ja, Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann. Ja, ja. Und wir haben jetzt noch eine Taskforce von genau einer Person, weil der Rest ist zurückgetreten im Zuge dessen. Ja. Ja, Matthias Sammer trifft sich jetzt mit sich selbst. Aber dann kommen wir zum Flop, der ist ja auch im Fußball, komischerweise.
Es ist vielleicht sogar die Taskforce, ne? Matthias Sammer trifft sich jetzt mit sich selbst und versucht, irgendwie was in die Wege zu leiten oder auch nicht. Wird er eh nicht gehört, wie wir das bei Andreas Rettich festgestellt haben. Deswegen sind Rummenigge und Minzlaff wieder raus. Mal gucken, DFB ist immer für eine Geschichte gut seit ein paar Jahren. Also da bleiben wir auf jeden Fall immer dran, ne? Ja, aber der Flop. Aber du hast einen anderen schönen Flop gefunden. Du gehst mal ein bisschen nach Spanien, ne? Obwohl du bist ja bei den Weltmeisterinnen eigentlich. Was gibt's denn da für einen Flop? Schließlich haben die ja was gewonnen. Die haben jetzt das Problem, dass der Verband gesagt hat, wer da Stress macht wegen dem Kussskandal der spanischen Nationalmannschaft oder des spanischen Verbandes, der wird bestraft und fliegt erstmal aus dem Team raus. Und dementsprechend droht dem spanischen Fußballverband auch so ein bisschen der Zerfall, weil entweder bist du im Moment dafür oder dagegen. Und es ist so ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zwischen alten weißen Männern, die sagen, das ist doch nur ein Küsschen, und dem Rest der Gesellschaft, der ein größeres Problem hat. Es entwickelt sich seit diesem Weltmeisterfinale, ist es eine Daily Soap, ne? Jetzt spielen die Spanerinnen am Wochenende Nations League und dann haben irgendwie 15 Spielerinnen gesagt, nö, gut, der Rubiales ist zurückgetreten, aber das ist so zu wenig, wir machen da nicht mit. Obwohl die von der neuen Nationaltrainerin eingeladen wurde. Dann hieß es auf einmal, wir machen doch mit. Wir kommen doch. Aber warum? Weil der Verband nämlich gedroht hat mit langjährigen Sperren und empfindlichen Geldstrafen. Schon sind sie dann doch wieder dabei. Ob man das gutheißen kann, weiß ich nicht. Und diese berühmte Jennifer Hermoso, die ja so leidenschaftlich geküsst wurde, die war überhaupt nicht eingeladen, die braucht gar nicht streiken, weil sie schon per se nicht eingeladen wurde vom Verband, denn die haben gesagt, wir müssen sie schützen. Und es hat sich Hermoso jetzt gemeldet und hat gesagt, ja, wovor soll ich denn geschützt werden und vor wem überhaupt? Also, man könnte es nicht erfinden. Ne? Das ist Wahnsinn. Nee, ich hätte Wahnsinn. Gedacht, der DFB toppt das Hollywood. Aber nicht. Nee. Unser Auslandskorrespondent für Spanien, Patrick Hoch, bleibt natürlich dran an den Spanierinnen und dem spanischen Verband. Wo wir beim großartig. Battle of the Sexes sind, was da ja gerade so ein bisschen abgeht. Ja. Heute, 1973, war dieses bekannte Battle of the Sexes im Tennis. Da hat Billie Jean King gegen Bobby Riggs gespielt und dem mal ein bisschen die Hosen runtergezogen und tatsächlich war das sehr wichtig fürs Damentennis, denn ohne diesen Sieg hätte es keine Martina Navratilova gegeben, keine Steffi Graf, keine Venus Williams und alles andere, was wir im Damentennis mit Begeisterung gucken, denn ab da wurde dann Damentennis tatsächlich ernst genommen. Salonfähig, sagt man heutzutage. Ne? Quasi. Gibt's da nicht auch sogar einen Film drüber? Da gibt's einen hervorragenden Film drüber, und kann ich nur empfehlen, der heißt auch Battle of the Sexes. Gut, also nach dem Podcast duschen gehen und dann den Film angucken, würde ich sagen. Ne? Genau. Aber vorher, und vielleicht was, jetzt bin ich ganz doof, vielleicht was beim Asiaten bestellen. Denn du bist ja auch nicht nur unser Außenminister, Stichwort Spanien, sondern du bist ja auch in Asien mehr oder weniger indirekt unterwegs gewesen. Genau, da ist das letzte große Sportereignis, nämlich im Moment, demnächst die Asienspiele, sowas wie die Olympischen Spiele für Asien. Und da ist doch ein bisschen was anders. Und darüber, was da anders ist und was da überhaupt gibt und wo es ist, habe ich mit einem Asiaten, einem Inder gesprochen, der sich sehr gut im indischen oder asiatischen Sport auskennt. Arunava Chaudhry. Hallo, ich sitze hier mit dem Asien-Experte Arunava Chaudhry und möchte mit euch über die 19. Asienspiele in Hangzhou, China reden. Hallo. Hallo Patrick. Asienspiele. Mhm. Ist ja sowas wie Olympische Spiele, aber nur für Asien. Genau. So kann man es in kurz zusammenfassen. Die Asienspiele, die ja im Jahre 1951 das erste Mal stattgefunden hatten, damals in Delhi. Es ist ein wichtiger Bestandteil des asiatischen Sportes und sollte ja eigentlich letztes Jahr in China, in Hangzhou stattfinden, aber wegen der Corona-Pandemie wurde das um ein Jahr verlegt. Also wie gesagt, letztes Jahr wollte keiner nach China.
Und ja, und deswegen ist es ganz wichtig, dass es jetzt ein Jahr verspätet dann stattfinden kann und dass es ja in Hangzhou in der Nähe von Shanghai dann stattfindet. Ja, schön, dass du erklärt hast, wo Hangzhou ist, weil ich habe auch erstmal geguckt und hat länger gedauert, bis ich das gefunden habe. Ist in der Nähe von Shanghai. Da ist es vom 23.9. bis zum 8.10. Aber Olympische Spiele ist dem ja schon ganz nah, weil die Disziplinen sind fast deckungsgleich plus ein paar andere, richtig? Genau, also die meisten Sportarten sind die gleichen wie bei Olympischen Spielen, aber es gibt ein paar Sportarten, die es halt bei den Asienspielen gibt, die es bei Olympia nicht gibt. Da gibt es Sachen wie so eine indische Sportart, wie Kabaddi. Es gibt Martial Arts Geschichten, die es in dem Sinne nicht gibt. Bei Olympia Cricket wird gespielt, was für Indien ja unter anderem sehr, sehr wichtig ist, dass ein Sportart dabei ist. Drachenbootrennen ist eine Sportart. Und was ganz interessant sein wird, bei der diesmaligen Ausgabe wird sein, E-Sports. Und was ja besonders in Korea und Japan ja auch in Riesenarenen gespielt wird. Und daher ist es halt manchmal ein bisschen anders, als wie man sich Olympia sozusagen vorstellt. Wenn wir über Olympia reden, reden wir über Leichtathletik, wir reden über Schwimmen. Deswegen ist es halt ein bisschen anders. Die Sportarten gibt es natürlich auch, aber wie gesagt, es gibt halt gewisse asiatische Sportarten, die du normalerweise bei Olympia nicht sehen wirst. Weiß nicht, Wushu und solche Sachen gibt es da ja auch noch. Also deswegen ist es halt ein bisschen anders. Ja, E-Sports ist ja der Schritt in eine neue Ära von sozusagen Olympischen Spielen. Und tatsächlich die ersten Spiele in irgendeiner Richtung, die sich E-Sports als Sport zuwenden. Aber es gibt auch eine quasi Generalprobe für Paris. Breakdance wird das erste Mal in den Spielen irgendwie stattfinden. Genau. Es ist, weiß nicht, wie deine Skills sind, ob du da vielleicht für die deutsche Nationalmannschaft im Breakdancing nächstes Jahr antreten könntest. wie gesagt, es ist Asien, es gibt gewisse Sachen, die halt anders sind. Man muss halt in Asien natürlich dann auch schauen, dass Asien nicht gleich Asien ist. Was in Ostasien sportlich praktiziert wird, wird vielleicht in Südasien nicht praktiziert. Was in Südasien gemacht wird, wird vielleicht im arabischen Raum nicht gemacht. Dann hast du ja noch den zentralasiatischen Teil, der größtenteils russisch geprägt ist. Also deswegen, es gibt halt kulturelle und sportliche Unterschiede. Und deswegen gibt's halt gewisse Sachen, wo du dann dich fragst, was sind das eigentlich für Sportarten? Und deswegen, es ist interessant und es wird interessant bleiben und deswegen wird man mal schauen, was da rauskommt. Also Asienspiele, Kontinentalspiele sind ja immer ein kleines Politikum. Es hieß ja zuerst, dass man ja Ozeanien und Australien mitmachen lässt. Die machen aber jetzt nicht mit. Und dafür gibt es einen Grund und der ist gar nicht so unkompliziert, richtig? Ja, es ist halt so mit Australien. Australien ist ja auch unter anderem jetzt im Fußball Teil der Asian Football Confederation. Man ist ja vor vielen, vielen Jahren gewechselt, um eine realistische Chance zu haben, bei Fußball-Weltmeisterschaften teilzunehmen. Deswegen, das Ozeanien-Thema ist ja manchmal kompliziert. Australien, China pflegen momentan auch nicht die besten Beziehungen, obwohl Australien im Sommer ein Fußball-Länderspiel in China ausgetragen hat, ein Freundschaftsspiel. Deswegen, es ist manchmal, wie du schon sagst, Sport ist heutzutage nicht nur Sport, sondern es ist hochpolitisch und hochkomplex, hochkompliziert. Und diese politischen Beziehungen sind halt manchmal nicht so einfach. Und es wäre interessant gewesen, wenn Australien, Ozeanien dabei gewesen wäre, weil ich glaube, dass das die sportliche Qualität nochmal um einiges gehoben hätte. Aber es soll nicht sein. Ja, die hätten ja sowieso nur in Sportarten partizipieren können, die man, ja, oder die Veranstalter oder das Komitee ihnen erlaubt hätte. Insofern
ein wenig schwierig, glaube ich. Ja, ich meine, man muss ja auch gucken, dass der chinesische Staat natürlich schauen muss oder auch tut und will, dass sie eine gewisse Anzahl an Medaillen holt. Und wenn dann starke Australier dann in gewissen Sportarten kommen, ich sag mal Leichtathletik, ich sag mal Schwimmen, vielleicht Mannschaftssportarten wie Hockey oder auch Fußball, dann werden die Chancen der Chinesen halt geringer. Und das ist, glaube ich, auch dann so ein Thema, was nicht angesprochen wird, aber was auch dann natürlich dann Teil dieses Themenblocks und der Problematik liegt. Trotzdem finden die Asienspiele in Hangzhou vom 23.09. bis zum 8.10. statt. Gibt es denn irgendetwas, auf das wir uns besonders freuen sollten? Aus deiner Sicht? Also es gibt ja einige Sportarten, die ja jetzt schon am 19. September starten, also Mannschaftssportarten, sonst ihre Gruppenphase und ihre Knockouts nicht schaffen würden. Also Cricket, Fußball, Volleyball startet ja auch, ob es jetzt Indoor oder Beachvolleyball ist. Und deswegen, das ist wichtig. Du hast in vielen Nationen viel Diskussionen gehabt. Besonders das Fußballthema ist ja komplex, weil Olympische Spiele oder auch Asienspiele oder auch Pan American Games es stattfindet, findet ja außerhalb eines FIFA-Fensters statt, wo Vereine ja Spiele abstellen müssen. Und in vielen Ländern gab es die Diskussion, was schicken wir hin? Es ist wie bei Olympia ein U23-Turnier. Und wie gesagt, ob FIFA oder Asian Football Confederation Fußball wird bei diesen Multisports Games eher stiefmütterlich behandelt und so ist es halt auch dann bei den Asienspielen. Dank dir für den Einblick in die uns dann doch etwas ferneren Asienspiele. Beim nächsten Mal, wenn wir mit Asien und Indien zu tun haben, bist du auf jeden Fall wieder unser erster Ansprechpartner. Tschüss. Danke, Patrick, und tschüss. Ja, so viel zu den Asienspielen. 27 hätte ich gerne, die 45 und dazu die 3. Oh, Entschuldigung, habe gerade beim Asiaten bestellt. Ach so, ja. Einmal süß-sauer für mich, bitte. Ja, Entschuldigung. Das ist ein etwas komplizierteres Thema, die Asienspiele. Aber wenn es um Asien geht, werden wir öfters mal von Arunawa hören, denn der kennt sich da aus, sage ich mal. Basketball und ich finde diese Ja, übrigens, ich finde aber auch andere Sportarten da mal interessant, die es da so gibt. Die müssen wir vielleicht auch mal immer mal in unserer Sportstunde Nachhilfe vielleicht dann mal vorstellen. Also es ist doch bestimmt spannend, was dann so Exotisches so gibt, ne, die wir hier gar nicht so kennen. Ja, Basketball wird auch gespielt und ach was, bei den Asienspielen spielt der Weltmeister nicht mit. Kann ja auch nicht, sind Europäer. Ne? Ich bin ja immer noch geflasht. Das ist ja gar nicht so lange her, ne? Noch nicht mal zwei Wochen, dass die deutschen Basketball-Weltmeister geworden sind. Und da haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen, über die Mannschaft. Aber ich finde, jetzt ist auch mal Zeit, über einen zu sprechen, der das Team als Kapitän auf den Court geführt hat. Über Dennis Schröder. El Capitano. Fangen wir vielleicht mal sportlich an. Wir hatten ja letzte Woche Henrik Grödel. Und den hatte ich ja auch gefragt zu Dennis Schröder. Das, was ich an ihm am meisten und auch immer auch wirklich mich gefreut hat zu sehen, ist, dass er an sich arbeitet, nicht nur auf dem Feld, sondern auch außerhalb immer wieder Dinge ablegt, die ihn stören, daran erfolgreich zu sein und auch extrem ehrgeizig ist, dann seine Leute mitzunehmen, um dann etwas Großartiges zu erreichen. Also ich glaube, dass natürlich da, wie bei jedem Entreifungsprozess da ist, spielerisch und persönlich, sicherlich hat man den Eindruck, dass seine Familie eine riesengroße Rolle spielt, wo er da einfach einen Frieden findet. Ja, also das ist toll zu sehen und er hat da wirklich auf einem unfassbar hohen Niveau gespielt und jetzt so auch im Finale eigentlich das Ding dann nach Hause gebracht. Und das war das Spiel, wo die Mannschaft ihn wohl in der individuellen Qualität vielleicht am meisten brauchte im ganzen Turnier. Und da hat er abgeliefert. Chapeau. Und deswegen auch verdient MVP des ganzen Turniers? Auf jeden Fall. Der beste Spieler der gewinnenden Mannschaft ist immer MVP und soll es auch sein. Er hat die Mannschaft zum Sieg gebracht und wie gesagt in den wichtigen Momenten ja auch wirklich abgeliefert. Ganz großer Respekt aus von hier. Ja, Dennis Schröder. Tja, guter Mann. Der Kapitän. Sportlich auf jeden Fall. Ne?
Und wir haben ja hier die Sportstunde und bei uns ist ja auch immer mit seinem Sportflash Markus Höfel, der auch ein bisschen durch die Welt reist. Wir hatten ihn schon zu News Open, wir hatten ihn schon in Riyadh zur Saudi Pro League. Aber der Markus ist ja auch Manager von Dennis Schröder. Und er kennt die Nummer gut. Und da haben wir doch gesagt, da macht es doch Sinn, mal mit Markus Höfel über Dennis Schröder zu reden. Markus, du hast ja die Basketball-Weltmeisterschaft auch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel gesehen, denn dein, ich sag's mal, dein Schützling war aktiv, Dennis Schröder. Wie hast du das alles so wahrgenommen, was er auch da geleistet hat? Ja, ich war in der Tat leider nicht vor Ort, sondern habe mir das eben unterwegs angeschaut und war natürlich auch, wie ich denke, alle begeistert. Das ist seit längerer Zeit mal wieder eine sehr positive Mannschaftsleistung. Wir sind ja mit Erfolgen zuletzt nicht gerade verwöhnt worden im deutschen Sport und umso schöner war das zu sehen. Vor allen Dingen glaube ich auch, weil es eine Wahnsinns-Teamleistung war. Also Eigenschaften, die uns ja früher immer zugeschrieben wurden und die uns ausgezeichnet haben, die man zuletzt jetzt gerade im Fußball nicht so oft gesehen hat, die waren jetzt da wieder zu sehen und da merkt man eben auch, was gleich für einen Ruck durch die Gesellschaft geht. Nichtsdestotrotz, na klar war es eine Teamleistung, aber Dennis Schröder sticht dann schon auch ein bisschen heraus. Er ist auch MVP geworden, auch zu Recht, wie Henry Grödel das auch gesagt hat. Wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Ja, ganz witzig eigentlich. Dennis kommt ja aus Braunschweig und da gibt es die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg, eine der größten Volksbanken Deutschlands, mit denen ich seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeite. Wir sind auch bei einigen Firmen gemeinsam Gesellschafter. Es ist also eine sehr, ich würde mal sagen, progressive Volksbank, die ja zum Beispiel auch bei Liquidity beteiligt ist, also eine Firma, die sich mit Blockchain-Technologie, mit Loyalty-Programmen, mit NFTs beschäftigt, die auch die App von Dennis gemacht hat. Und Dennis ist auch mit seiner Vermögensverwaltung eben bei der Volksbank, also ganz bodenständig, keine amerikanische Bank, sondern nach wie vor eine in Braunschweig. Und die haben uns dann irgendwann mal zusammengebracht. Und dann war aber das erste Treffen in Boston. Ich bin dann damals gleich rübergeflogen, weil wir ein sehr gutes Telefonat hatten. Wir hatten einen Videocall. Und haben uns dann da nach einem Spiel mal, die NBA-Spieler leben ja doch auch teilweise in der Nacht, dadurch, dass die Spiele ja oft bis 11 Uhr gehen, bis man dann aus der Halle raus ist, ist Mitternacht oder sogar 12:30 Uhr, und dann sind die natürlich aufgewühlt. Und dann haben wir uns da eine halbe Nacht zusammengesetzt, unterhalten und dann auch relativ schnell beschlossen, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten wollen. Das war dann so, wenn man das mal ein bisschen polemisch sagt, so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Ihr habt euch gleich verstanden, ihr habt gleich gemerkt, da geht was zusammen? Ich glaube schon, ja. Das ist natürlich, ich werde dieses Jahr 50, Dennis ist gerade 30 geworden. Also ist ja für mich auch neu. Ich komme eher aus der Zeit, als ich 30 war und Franz Beckenbauer 60. Da hat das ja bei mir alles begonnen. Und so langsam geht es ein bisschen dahin, dass ich eben, glaube ich, auch meine Erfahrung jetzt einbringen kann aus den letzten 27 Jahren Sportmarketing. Und ich glaube, auch Dennis da sofort ein gutes Gefühl hatte und dementsprechend waren wir dann sehr schnell auch vertragseinig. Und seit gut anderthalb Jahren und in der Zeit ist ja einiges passiert. Was hast du als Fachmann denn in ihm gesehen? Ja, gleich jemanden, der sehr unternehmerisch denkt. Dennis ist ja auch Gesellschafter von dem Basketball-Löwen in Braunschweig. Dennis ist an anderen Firmen beteiligt, hat einige Immobilien, Investments und hat, glaube ich, viel von den Sportlern auch sich abgeschaut, mit denen er spielen durfte, allen voran LeBron James, der ja zu den führenden Geschäftsleuten im amerikanischen Sport gehört. Und aber vielleicht trotzdem jemanden, der Dennis hat immer einen großen Deutschlandbezug. Für ihn ist ganz klar, dass er nach der Karriere nach Deutschland zurückkommen wird. Aber er spielt eben jetzt auch dann das 12. Jahr drüben und da sind natürlich schon einige Dinge in seinem Denken amerikanisiert inzwischen. Und das wird manchmal in Deutschland nicht gleich richtig verstanden. Also habe ich das schon so wahrgenommen, dass man gar nicht viel bei ihm ändern muss, sondern vielleicht nur das ein oder andere mal besser kommunizieren muss. Und das ist uns dann, glaube ich, die letzten Jahre auch ganz gut gelungen. Ich denke, es ist total nachvollziehbar, wenn jemand in so jungen Jahren nach USA geht, wo ja doch die Herangehensweise eine andere ist. Man zeigt gern, was man hat. Man ist einfach mit den Themen offener, extrovertierter, als es bei uns manchmal gut ankommt. Und da muss man, glaube ich, nur ein bisschen was
im richtigen Licht da rücken. Und das haben wir natürlich auch viel über Social Media gemacht in den anderthalb Jahren. Und dann am Schluss des Tages gibt aber immer der Erfolg recht. Wenn der Erfolg da ist, dann wird vieles eben positiv gesehen, was bei Nicht-Erfolg kritisch gesehen wird. Also auf dem Court überragend ist, das wissen wir. Du hast eben auch gesagt, er ist ja auch irgendwie im Business tätig, er ist Unternehmer. Was sind denn seine großen menschlichen Stärken? Unwahrscheinlich leidenschaftlicher Familienmensch. Also ich glaube, ich habe selten jemanden erlebt, bei dem die Familie diesen Stellenwert hat wie bei Dennis. Das eine ist natürlich zu seiner Mutter, die er ja auch den WM-Titel jetzt gewidmet hat. Aber die ganze Geschichte begann ja mit seinem Vater, den er quasi am Totenbett damals versprochen hat, dass er NBA-Spieler werden will und das dann auch durchgezogen hat. Und das hat ihn sicherlich auch geprägt, dass er da mit der Hautfarbe beginnend, das war sicherlich in den damaligen Jahren auch nicht alles immer so einfach in Deutschland, dass er da viele Widerstände hatte, sich da immer durchgesetzt hat, sich immer auf die Familie verlassen konnte, sein Bruder, aber auch die anderen in dieser Rolle und allen voran die Familie um Ellen und die drei Kinder. Also da merkt man, das hat totale Priorität für ihn. Er hatte sie ja auch dabei jetzt in Manila und die Ellen macht es aber auch mit. Das sind ja wirklich drei kleine Kids, die man erstmal da Richtung Asien verfrachten muss, wenn es da um Zeitverschiebungen geht und Schlafmangel und. Die macht es ganz, ganz toll und die beiden sind ein Team, die ganze Familie ist ein Riesenteam. Und das ist die herausragende Eigenschaft, die ihn und sein Umfeld da prägt. Immer schwierig, jemanden mit dem anderen zu vergleichen. Nowitzki, finde ich, erst im Nachhinein zum Weltstar geworden oder hat die Anerkennung in Deutschland bekommen. Ich finde, er hätte es viel früher bekommen müssen. Hat denn Dennis Schröder auch das Zeug zu so einem Weltstar? Ja, wir haben ja nicht so viele, die international in der größten Liga im Moment mitspielen. Ja, das muss man mal sagen. Und jetzt klar war die Weltmeisterschaft jetzt herausragend und sicherlich wird es jetzt in der NBA immer schwierig sein, das zu erreichen, was Dirk Nowitzki erreicht hat, der ja zu den wahrscheinlich 10 besten Spieler aller Zeiten in der Liga gehört. Und wie du sagst, Vergleiche sind immer schwierig. Aber er freut sich sehr auf die Raptors, er wird weiter Gas geben. Ich hoffe, dass der WM-Sieg auch in Deutschland noch mehr den Fokus auf Basketball lenkt, weil es ja teilweise auch nicht einfach ist, den amerikanischen Sport bei uns immer wirklich intensiv zu verfolgen. Die NFL ist da jetzt Vorreiter, aber gerade auch die NHL, wo wir auch mit Leon Dreiseitel jemand haben, der ganz oben mit dabei ist. Wir haben mit den Wagner-Brüdern zwei, mit Daniel Theiss und in der NBA schon auch ihre Akzente setzen. Aber Dennis ist, glaube ich, schon ein herausstechender Typ und hat das Potenzial dazu, noch Großes zu erreichen. Er ist im besten Basketballalter. Er lebt sehr für den Sport, sehr gesund. Also ich kann ihn, er hat immer gesagt, bis 35, 36 will er NBA spielen. Das wären dann 16 oder 17 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Daumen, dass es klappt und dann ist die nächsten Jahre da schon noch viel möglich. Wenn du mit ihm so viel kommunizierst, hat er schon ein Auge Richtung Paris, Olympia 2024 noch so eine Medaille zu gewinnen oder ist das noch weit weg und noch kein Thema? Ja, also er ist schon in diesem weiter, immer weiter Modus. Ja, also er hat ja auch dann, ich habe ihm natürlich gratuliert nach jedem Sieg bei der WM jetzt und das war immer kurz zurück. Ja, cool, ja, aber sofort der nächste Satz, wir marschieren weiter und das ist erst zu Ende hier, wenn wir das Endspiel gewonnen haben. Also er war auch nach dem Viertelfinalspiel, das jetzt glaube ich nicht sein Bestes war, total überzeugt von der Mannschaft davon, dass sie Weltmeister werden, nicht werden können, sondern werden. Und auch jetzt nach dem WM-Titel, natürlich muss man das erstmal verarbeiten und verdauen, die ganzen Dinge, die da auf ihn eingeprasselt sind. Aber auch da war schon wieder die erste Reaktion, wir sind da noch lange nicht fertig und da ist noch mehr drin. Und es ist ja toll, was da zusammengewachsen ist, weil man ja wirklich sieht an den ganzen Jubelbildern auch, was das für ein Team ist und auch wie die mit dem Trainer gemeinsam, mit Gordon Herbert, was das für eine Einheit ist. Also das waren schon bewegende Bilder, muss ich sagen. Und wir verfolgen das, was da so passiert. Du bist ja auch bei uns regelmäßig in unserer Sportstunde. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Und mal gucken, wie der Weg geht mit Markus Höfl und Dennis Schröder. Wir drücken die Daumen, dass alles gut geht. Ja, danke. Und ich finde es ganz toll, was ihr mit der Sportstunde macht. Das ist, glaube ich, der deutsche Podcast jetzt, wenn man allgemein sich über Sport informieren will. War eine Marktlücke.
Und ihr habt ihr super aufgegriffen und man merkt, mit welcher Euphorie ihr da drin seid. Also ich drücke weiterhin die Daumen und bin natürlich fester Hörer und Abonnent. Da hat der Businessmann Markus Höfel am Ende nochmal einen rausgehauen und uns sehr gelobt. Danke, danke, danke dafür. Danke, Markus. Und Markus hat auch noch ein bisschen mehr erzählt über Dennis Schröder, über die Marke Dennis Schröder. Hochspannend. Guckt in die Beschreibung und da könnt ihr dann das komplette Interview abrufen. Und nächste Woche ist er wieder bei uns mit seinem berühmten Sportflash. Tja. Basketball-Hype, geht das weiter? Ist natürlich, da stellt sich die Frage, wir haben heute mal bewusst auch diesen Schwerpunkt mal gewählt, denn am Wochenende geht es los mit dem nationalen Basketball und mit dem Pokal. Und eine Woche drauf startet die Liga. Und da haben wir uns nochmal überlegt, als wir Hausaufgaben gemacht haben, wir beiden, was bedeutet denn so ein Weltmeistertitel für einen Verein, für einen Verband, für einen Trainer? Für eine Mannschaft. Und für die Liga. Für die Liga. Dann haben wir uns doch mal mit Benka Baloschki, den Headcoach der Hamburg Towers aus der BBL, zusammengesetzt und haben ihn das mal alles gefragt. Benka, die erste Frage. Wo hast du denn das Endspiel der Weltmeisterschaft gesehen? Und was waren deine Empfindungen, als dann feststand, Deutschland ist Basketball-Weltmeister? Ich habe es zu Hause gesehen, auf der Couch, mit meinen Kids tatsächlich, obwohl die noch sehr klein sind, aber sie waren irgendwie auch dabei. Das war verrückt. Also ich habe richtig mitgefiebert. Ich bin richtig wieder zum Fan mutiert. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich gucke ja so viel Basketball jetzt auch beruflich und meistens ist es ja doch eher dann so ein analytisches Gucken und pures Fan-Dasein. Ich bin mitgegangen, bin aufgesprungen, habe mitgefiebert, habe rumgeschrien. So, das hat richtig Spaß gemacht. Gibt es denn irgendwas aus der WM, aus dem Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft für dich, was du vielleicht auch in deine tägliche Arbeit mit reinnimmst oder ist das eigentlich komplett was anderes? Nein, ich glaube, dass das, was jetzt auch schon viel zitiert wurde, was viel besprochen wurde, dass gerade bei der deutschen Mannschaft, also man muss ja auch die anderen Mannschaften dazu nehmen, die da ins Final Four, ne, also in die das unter letzten vier gekommen sind. Auch Serbien hat ja ein unglaubliches Turnier gespielt. Das darf man ja um Gottes Willen nicht vergessen bei der ganzen Sache. Und was dabei raussticht, ist eben diese unglaubliche Sicherheit in der Gruppe, dieses Teamgefüge, das Rollenverständnis, das sich füreinander aufopfern, das sich füreinander freuen, dass es auch mal knallt und dass man auch ehrlich zueinander sein muss, wenn es mal nicht so gut läuft und wenn es mal nicht so passt und davon nicht Angst haben darf. Das sind so Sachen, die, klar, die helfen auch. Oder es wäre schön, wenn wir den Transfer hinbekommen, auch in die Bundesliga-Saison, auch für unsere eigenen Teams. Hast du das schon jetzt für dich in der Trainingsarbeit mitgenommen? Nee, ich habe jetzt keinen neuen Prozess angestoßen, seit die WM läuft oder seit sie vorbei ist. Das sind natürlich alles Aspekte, die wir auch schon vorher trainiert und bearbeitet haben bei uns. Aber es ist vielleicht nochmal positive Reinforcement in diesen Punkten, dass eben am Ende auch in der Weltspitze sich die Teams durchsetzen oder das Team durchsetzt, das vielleicht einfach als Team auch am besten funktioniert, wo die Räder am besten ineinander greifen. Und in der Weltspitze sind ja die Niveaus nicht mehr, da gibt es ja keinen Qualitätsunterschied mehr im Finale. Das können beide Mannschaften gewinnen am Ende. Da geht es nicht um die Qualität der Spieler, die muss sowieso da sein. Da geht es um Kleinigkeiten und jeder Zentimeter und jeder Millimeter zählt. Und das ist schon nochmal so, ich würde sagen, positive Reinforcement, dass das einfach nicht zu unterschätzen ist. Was muss man jetzt machen als Verein, als Verband? Ja, ich glaube, wir müssen schon versuchen, dass diese Euphorie, die jetzt da ist und die Öffentlichkeit, die jetzt gerade da ist, also jetzt guckt Sport Deutschland halt schon gerade auf die Basketballer, dass man das so gut mitnimmt, wie es irgendwie geht. Also dass man jetzt präsent bleibt und jetzt zusehen, dass jetzt vielleicht nochmal der Deal kommt, vielleicht so ein kleiner Weltmeisterschaftsbonus, vielleicht kostet die erste Karte ein bisschen weniger, ne, oder so. Also dass man jetzt proaktiv weitermacht und die Hallen voll bekommt und die Begeisterung, die jetzt gerade für den Sport da ist, dass man die so lange mitnimmt, wie es irgendwie geht. Ich glaube, das ist schon wichtig. Bei uns gibt es jetzt zum Beispiel, wir spielen zwei Wettbewerbe und in der Bundesliga ist die Halle bei uns ja auch voll und da sind wir sehr, sehr ausgelastet und zu den Eurocup-Spielen
ist das noch nicht der Fall. Und auch wenn ich mit den Ulmer Kollegen spreche, bei denen war das letztes Jahr auch so, dass so diese Spiele unter der Woche gegen internationale Top-Teams, dass das noch nicht so gut angenommen wird. Und da kann man sicherlich auch weitermachen, ne? Und da nochmal vielleicht ein paar Aktionen starten und so ein bisschen so Gold-Tickets, Weltmeister-Tickets irgendwie rausgeben oder so, wie man das auch nennt. Das ist ja nicht mein Job, aber so da die Euphorie mitnehmen und die Hallen voll bekommen, weil ich glaube, das ist das, worum es geht. Wenn du jetzt Trainer der Nationalmannschaft wärst und man hat einen Erfolg gehabt bei der Euro und jetzt ist man Weltmeister und im nächsten Jahr haben wir die Olympischen Spiele und viele Fehler werden ja im Erfolg gemacht. Gordon Herbert hört bestimmt zu. Was würdest du ihm zurufen? Was muss man jetzt machen? Welche Fehler darf man jetzt nicht tun? Jetzt musst du aufhören. Jetzt musst du gehen. Du kommst da, genau. Auf den Höhepunkt, nein. Ich glaube, dass Gordy ja, der ist ja auch vor dem Turnier schon ein unglaublich erfahrener Trainer gewesen. Und das hat er jetzt nochmal wieder unter Beweis gestellt, dass er in der Lage ist, in kürzester Zeit ein Team zu formen, dass er auch in der Lage ist, Rollen zu verteilen, dass er auch eine große Klarheit schaffen kann, was das Rollenverständnis angeht. Und dass er auch taktisch natürlich auf dem allerhöchsten Niveau ist. So. Und aber er wird auch wissen, dass zu so einem Turniersieg eben auch noch viel mehr dazu gehört. So, und da gehört auch eine ganze Menge Glück dazu. Und Franz Wagner kann dann die letzten Spiele wieder spielen und ist eben nicht so rumgeknickt, dass er dann ganz raus war fürs Turnier. Also diese Verletzung alleine schon hätte auch schon anders ausgehen können und dann ist es vorbei. Dennis Schröders Rücken macht so ein bisschen halb zu und wenn der dann am Ende nicht dabei ist, dann gewinnst du auch keine Goldmedaille. Also da sind noch mehr Faktoren, die dazugehören. Ich glaube, dass er ja den Weg weitergehen wird und da kann ich mir auch keine Ratschläge geben, das weiß er genau, was er zu tun hat. Und wir müssen vielleicht aufpassen mit den Erwartungen. Also jetzt davon auszugehen, dass jetzt jedes Turnier in Folge irgendwie gewonnen wird oder man jetzt immer unter die Top 4 kommt oder immer ins Halbfinale, so, da müssen wir aufpassen. Ja, und dann, sonst sind wir in so einer Spirale, in der sich die Fußballer dann irgendwann befinden, dass es so eine Erwartungshaltung gibt und wenn sie nicht ins Halbfinale gekommen sind, sondern ins Finale am besten noch, dann ist es ein Misserfolg. Da, jeder, der im Sport zu tun hat, der weiß, dass das nicht realistisch ist. Da geht es um so viel mehr. Also weiterarbeiten, schön dabei bleiben, in dem Prozess bleiben und ansonsten auch die nötige Bescheidenheit, vielleicht kann man es so nennen, auch die nötige Bescheidenheit trotzdem mit an den Tag bringen und Demut weiterarbeiten. Du gehst ja sicherlich sowieso jeden Tag mit voller Freude und Motivation zum Training zu deinen Jungs, aber wenn sowas Großartiges passiert, hat man da vielleicht nochmal 1-3% mehr Bock auf den Job? Ja, es ist schon klar, das macht natürlich auch was. Wir sind ja jetzt, du hast es vorhin auch schon angesprochen, so einer Situation, so wahnsinnig viel Anteil hat unsere Mannschaft jetzt nicht daran, an dieser Weltmeisterschaft und die ausländischen Spieler haben jetzt vielleicht auch nicht so den größten Bezug. Wir haben jetzt auch viele Spieler aus den USA, die haben jetzt, also die Weltmeisterschaft ist für die ja nicht so richtig viel wert, da durfte man jetzt wieder sehen. Er liegt ja auch daran, dass sie sich schon Weltmeister nennen, wenn sie bei sich in der Liga Meister werden. Da muss man ja nicht mehr zur Weltmeisterschaft fahren, wenn das sowieso so ist. Deswegen auch da war ich natürlich vorsichtig, nicht da jetzt irgendwie völlig durchzudrehen im Training und das wäre auch albern gewesen. Aber klar, ey, das ist hier und da immer mal wieder ein Beispiel zu nehmen. Wir haben zum Beispiel über die Huddles gesprochen, also wie die deutsche Nationalmannschaft aussieht in diesen toten Bällen in so einem Spiel. Also dass die sich gegenseitig über den Schultern hängen, ne? Die Arme sind beim nächsten Mann über den Schultern und der nächste auch und die haben die Köpfe gefühlt 2 Zentimeter auseinander und so sehen die aus als Mannschaft. Mhm. Und da kann man sich was abschneiden, da kann man genau hin, sollte man genau hingucken und sowas haben wir auch im Training natürlich besprochen. Ja, das ist ja, glaube ich, eine sehr objektive und gesunde Einschätzung vom Banker gewesen. Ich finde es gut. Ja, absolut. Jetzt einfach zu warten und ja, die Leute kommen schon. So einfach ist, glaube ich, auch nicht. Da muss man schon ein bisschen was tun. Und sehr sympathischer Mensch. Und nächste Woche hören wir nochmal, nämlich dann zur BBL, zu seinen Favoriten, was mit Hamburg passiert, wer für ihn deutscher Meister wird. Das nennt man dann Teasing jetzt oder Heißmacher für nächste Woche. Ne? Ja, und es ist genau, tatsächlich also auch eher Hausaufgabe an euch draußen, ne? Also ein Sprint. Ich wollte gerade die Hausaufgabe, verteilen. Ja, bitte. Ja, ich wollte eine Hausaufgabe verteilen. Guckt euch alle Vereine in der BBL an und die Kader auswendig lernen und guckt mal, wer deutscher Meister werden kann, ne? Damit wir es vergleichen können nächste Woche, okay? Ja, viel Spaß dabei. Einer macht die Hausaufgaben nicht. Genau. So, du warst schon irgendwas von Marathon erzählt, habe ich gehört.
Ja, wir haben uns ja eigentlich gedacht, das Marathonfenster ist ja jetzt wieder, wo die ganzen Boston-Marathon, New York-Marathon und so weiter sind. Und damit auch der große Deutsche, der Berlin-Marathon. Und haben tatsächlich versucht, da jemanden zu kriegen für ein Interview, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Das war uns tatsächlich zu kompliziert, da nach Berlin zu fahren für ein Roundtable. Aber wir erwähnen es tatsächlich. Ja, der ist seit 1974 am Start. Das ist quasi sogar der deutsche Volksmarathon, so wie in den USA der Boston-Marathon sozusagen. Ja, und mittlerweile ist er der teilnehmerstärkste Marathon in Deutschland. Also ich habe sowas noch nie gemacht. Mir reicht's, wenn ich mal die Treppe runter muss. Da bin ich eh schon fertig. Also nö, ich gucke da immer zu, wenn die mal hier vorbeilaufen. Ich nehme da gerne einen Bus. Ja, ja, genau. Ne? Und der Berlin-Marathon ist echt auch sportlich interessant, denn seit 2003 hat es bis heute 8 Weltrekorde gegeben in Berlin. Also dann sagt man immer, ist eine schnelle Strecke. Und die machen das nicht so wie die Mexikaner, die dann Auto oder U-Bahn fahren. Wir hatten es ja letzte Woche. Es ist wohl echt eine schnelle Strecke. Und 2022 gab es den letzten Weltrekord. Man könnte auch sagen letztes Jahr. Von Kenianer Eliud Kipchoge mit 2:01:09. Und vielleicht gibt es ja am Sonntag den ersten Menschen, der in Berlin unter 2:01 läuft. Wer weiß das schon? Also ich werde es nicht oder sagen, weil ich nicht da unter 2 Stunden. Vielleicht sogar 2 Stunden. Mit dem Bus schaffst du das. Krass. Weiß. Krass. Aber Marathon ist ja nicht unbedingt gesund, wenn man ganz viel macht. Das kann auch viel im Kopf passieren. Und schon sind wir bei der Kultur, bei unserer schönen Rubrik Sportbuch, denn bei Springer spricht, dem wunderbaren Podcast, geht es diesmal eben um Marathon. Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Hallo zusammen. Ihr seid jetzt selber auch auf den Geschmack gekommen und wollt laufen? Das ist ja nicht immer ganz leicht, sich dafür zu motivieren. Sogar einer der heutigen Laufpäpste, Mike Kleiss, der brauchte einst Hilfe und die gab's von seinen Hunden. Es ist tatsächlich so, dass es sind 3, dass sie eigentlich so meine Motivatoren waren, dass ich überhaupt losgelaufen bin. Die haben mich eigentlich motiviert und gesagt, Alter, du musst mal irgendwie jetzt auch mal mit uns ein bisschen mehr tun als spazieren gehen. Und seitdem er losgelaufen ist, kann er nicht mehr aufhören zu laufen. Ja, also die Suchtgefahr besteht, wenn man so eine Struktur hat und wenn man gerne irgendwie sich von Sucht anzünden lässt, dann kann das schon passieren. Täglich laufen, wenn man so täglich läuft, dann ist das ja noch keine Sucht. Aber doch, hat schon auch was damit zu tun. Was ich aber viel schöner noch finde, ist als die Gefahr, dass Laufen auch unter anderem als therapeutisches Mittel gegen Depressionen eingesetzt wird. Das finde ich ganz wunderbar. Vielleicht habt ihr ja in meinen Podcast schon mal reingehört. Da sind immer mindestens 3 Leute, die sich miteinander unterhalten. Mit Mike Kleiss ist in Ausgabe 31 unter anderem auch die Krimi-Autorin und Therapeutin Angelique Kästner-Mundt. Und die weiß, was noch durchs Laufen passiert. Die Serotoninausschüttung dazu, die einfachste Form, sich gut zu fühlen, indem ich haufenweise Serotonin ausschütte, funktioniert auch viel schneller als Schokolade oder Nudeln essen. Und ja, in der Tat, es ist genau wegen dieser Serotoninausschüttung depressionsreduzierend. Aber jetzt muss ich jetzt die Marathonläufer, da dreht es sich wieder um. Sag mal, blöd, wie? Ne? Ja, tatsächlich, jahrelange Marathonläufer haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Depressionen zu erkranken, noch während sie laufen. Oh. Man weiß noch nicht so ganz genau, warum das so ist, ob die sozusagen über die Jahre zu viel Serotonin ausgeschüttet haben oder ob sich in den Synapsen was verändert hat. Aber man sollte es über die Jahre nicht übertreiben, sonst geht der Schuss irgendwann nämlich nach hinten los. Wie so oft also, die Dosis macht das Gift. Mehr gibt's im Buch von Kleiss, More Power, lauf dich frei, vom übergewichtigen Kettenraucher zum Marathonläufer. Ist zwar von 2014, aber immer noch aktuell. Und tschüss. Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, das war's dann auch schon für heute, ne? Ja, ihr könnt laufen, ihr könnt lesen, ihr könnt Podcasts hören, unseren nochmal oder Springer spricht. Oder ihr könnt am Wochenende einiges anschauen, hinfahren, teilnehmen. Ja, und zwar, was habe ich mir denn da aufgeschrieben? Was haben wir denn da? Wieder in eine heißere Phase, nämlich mit der UEFA Nations League. Am Freitag gegen Dänemark. Die Damen haben das jetzt auch, ne? Dienstag in Island, ja. Da gibt es jetzt mal kurz eine Skandinavien-Reise. Und wir wissen immer noch nicht, was mit da der Bundestrainerin wird, ne? Martina Voss-Tecklenburg. Das müssen wir auch in der Sportstunde verfolgen. Ist ja noch krankgeschrieben. Noch krankgeschrieben. Und Britta Karlsson wird die Reise nach Skandinavien machen. Und genau, was dann, ist mit Max Verstappen los? Mal gucken, was er da in Japan baut, ob das nochmal in die Hose geht oder nicht. Ne? Und dann sind wir beide ja am Sonntag beim großen Finale der ELF und gucken uns das mal an, ob das genauso eine Werbung für den American Football wird wie die Halbfinals und die Saison zu einer Worst-to-First-Season wird oder einfach zu einer Unbeaten-Season. Sehr interessanter Einsatz, sage ich mal, finde ich. Genau, wer uns da sehen will, wir sind in Duisburg und schauen Stuttgart gegen Düsseldorf. PBL-Pokal geht los und Eishockey, ein Knaller. Wir haben ja über Köln schon geredet. Jetzt dürfen sie mal zeigen, ob sie richtig was drauf haben, denn sie spielen am Freitag, am zweiten, also Köln auf jeden Fall am Freitag beim Meister in München. Das ist, nennt man dann Bewährungsprobe für den Tabellenführer, ja. Und dann am Sonntag das Derby gegen die Düsseldorfer EG. Das sind schon mal zwei Knaller, die man direkt nach den ersten zwei Spielen sich serviert kriegt. Mal gucken. Und natürlich vieles mehr bei euch in der Stadt, bei euch in der Region. Überall ist irgendwas, was man sich anschauen kann. Und wenn nicht, macht selber Sport. Oder liest das Sportbuch. Genau, wir werden euch auf jeden Fall. An Sport kommt man nicht vorbei. Wir werden euch auf jeden Fall nächstes Mal davon berichten, wie es denn so war beim Finale und die Derbys quasi. Genau. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich will auch sagen, ab unter die Dusche. Macht's gut. Das war die Sportstunde. Tschüss. Ciao.